Hallo lieber Thomas, heute schon Sport gemacht? Hallo liebe Marisa, bin aufgestanden und zur Dusche gegangen. Mehr nicht, aber der Tag ist noch lang, mal schauen, was noch kommt. Was machst du im Hochschulsport? Ich arbeite dort, beziehungsweise im Moment von zu Hause. Ja, ich koordiniere den ganzen Laden. Wir sind verantwortlich für alle Sportkurse, für alle Sonderveranstaltungen, für die Wettkämpfe. Wir füllen den, den Hochschulsport mit Leben. Und was möchtest du einmal werden, wenn du groß bist? Wenn ich groß bin, wollte ich schon immer Zootierpfleger werden. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Für ein gutes Buch, wenn der E-Book-Reader gerade am Strom hängt und zuvor alle war, der Akku. Was schätzt du an einer Freundschaft am meisten? Was schätze ich an einer Freundschaft, dass der Freund oder die Freundin immer für einen da sind, egal wie lange man sich sieht oder auch nicht sieht, dass man sofort immer das Gefühl hat, zusammenzugehören. Jemand, der einen auffängt, wenn es mal bergab geht. Aber auch bergauf. Was ist das Schönste an deinem Körper? Der Bauch ist es nicht. Honig, Nutella oder Marmelade? Ganz klar, Sirup. Céline Dion oder Metallica? Celine Dion, auf gar keinen Fall, Metallica immer und zu jeder Zeit. Was ist deine Lieblingssportart? Ich bin relativ vielseitig aufgestellt, fahr Ski, fahr Kajak, spiele Fußball, alles Mögliche. Was war dein peinlichster Nebenjob? Mein peinlichster Nebenjob, so viele waren es gar nicht, ist schwer zu sagen. Ich habe mal Zeitung und Post ausgetragen, als ich 14 war und musste dann in die Häuser der Leute. Das fand ich damals sehr unangenehm. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst? Ja, eine Weltreise mit dem Motorrad zu machen. Wie hat dir das letzte Schneesportcamp gefallen? Davos in diesem Jahr, es war überragend wie immer. Beste Bedingungen, spaßige Truppe. Geschickt von uns, zeitlich gelegt, kurz vor der Corona-Epidemie, Pandemie. Nach uns sind die Lifte zugemacht worden. Also alles super. Danke, lieber Thomas. Ich wünsche dir schöne Ostern. Danke, Marisa. Viel Spaß beim Eiersuchen. Ciao.